Hashtag Jesus, das ist unsere neue Serie und mit der werden wir uns die nächsten 6 Wochen beschäftigen. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, ich freue mich schon unfassbar auf das Thema, weil für mich geht es jetzt eigentlich die nächsten 6 Wochen nur um die Person, die mein Leben gerettet hat, die mich am meisten prägt die letzten Jahre und die für mich so viel mehr ist als eine Person in der Bibel. Jesus ist für mich wie mein bester Freund, er ist gleichzeitig auch mein König, er ist mein Befreier, mein Retter. Jesus bedeutet mir sofern eigentlich so ein bisschen die Worte finden. Deshalb freue ich mich auch, dass wir uns die nächsten 6 Wochen richtig viel Zeit nehmen, uns nur darauf zu fokussieren, was wir eigentlich an Jesus haben. Deshalb auch schon mal kleine Vorwarnung, deshalb seht ihr hier 6 Bilderrahmen, damit ihr quasi zu jeder Predigt ein Bild habt, was euch an die Predigt erinnern soll und ihr am Ende der Woche noch wisst, was die verschiedenen Punkte waren. Und heute möchte ich auf eins der Themen eingehen, was mich persönlich am meisten beschäftigt: frei von Schuld. Das Coole ist bei Jesus, dass Jesus wirklich, wie ich schon gesagt habe, Jesus ist für mich ein Befreier. Die ganze Serie wird sich nur darum drehen, was Jesus uns an Freiheit geschenkt hat. Jesus setzt uns frei, nicht nur von Schuld. Jesus setzt uns frei von Enttäuschungen, von Passivität, von Religiosität. Ich bin hier nicht morgens, weil ich sage, ich muss, sondern einfach, weil ich dafür brenne. Jesus setzt uns frei von Ängsten, von Halbherzigkeit und Enttäuschung, von Verletzungen. Jesus ist für mich als Befreier eigentlich der Grundstein für mein ganzes Leben. Und das Coole ist halt, dass dieses Bedürfnis nach Freiheit in jedem von uns verankert ist. Jeder Mensch sehnt sich nach Freiheit. Und ich habe euch da mal ein cooles Zitat von George Washington mitgebracht. Der hat mal gesagt: "Liberty, when it begins to take a root, is a plant of rapid growth." Er sagt quasi: Freiheit, sobald sie anfängt, Wurzeln zu schlagen, ist eine Pflanze mit unfassbarem Wachstum. Sobald der Mensch auch nur sieht, er kann sich mehr Freiräume schaffen, nutzt er es und breitet sich aus. Ich glaube, wir können schon allein in unserer Gesellschaft sehen. Kurze Frage mal, ihr könnt einfach reinrufen, ihr müsst euch hier nicht melden. Wo seht ihr in unserer Politik oder in unserer Gesellschaft Rechte, wo wir Freiheit uns erkämpft haben, wo wir Freiheit zugesprochen bekommen in unseren Rechten? Wahlrecht der Frauen. Zum Beispiel. Haben wir noch was? Religionsfreiheit. Wir haben auch Meinungsfreiheit. Wir haben Pressefreiheit. Wir haben so viele, also so ein kurzer Ausschnitt, wir haben so viele Rechte, wo die für Freiheit stehen. Und das Lustige ist, also für mich geht es alles eigentlich auf Jesus zurück. Unsere Gesellschaft ist durch Jesus so radikal verändert worden. Viele, die mit dem Glauben nichts zu tun haben, würden jetzt sagen, was hat Jesus mit unseren Rechten von Freiheit zu tun? Das Coole ist, unsere Gesellschaft, also gerade wenn ich mit Nichtchristen spreche, heißt es dann immer, ja, es hat sich einfach aus der Gesellschaft rausentwickelt. Unsere Gesellschaft wurde bis spät zurück durch das Römische Reich, was sich einfach gerade um den gesamten Mittelmeerraum ausgebreitet hat, geprägt. Und das wiederum ist dann Konstantin, der sich fürs Christentum entschieden hat, der das als Staatsreligion ausgeweitet hat, geprägt worden. Und das gehen wir wieder zurück auf Jesus. Durch Jesus haben wir dieses Streben nach Freiheit. Gott hat uns das schon von Anbeginn der Zeit tief in unser Herz reingelegt. Und wenn wir mit unserer Freiheit beschnitten werden, kriegen wir ganz schnell Probleme. Wir überlegen, wenn wir über uns die Pressefreiheit abschaffen würden, hätten wir ganz schnell mal einen Aufstand. Freiheit ist was Elementares, was uns antreibt, wonach wir uns sehen und wonach Gott sich sehnt. Schon im Garten. Gott hat uns im Garten haben wir frei. Frei von Arbeit sogar, also das wünsche ich mir heute manchmal, aber wir konnten einfach mit Gott in Freiheit leben, in einer Beziehung mit ihm leben, ohne was dafür tun zu müssen. Wir waren versorgt, uns ging es gut und wir mussten nichts dafür tun. Und eins der Beispiele, wo wir das halt wirklich sehen im Alten Testament, ist im 2. Buch Mose. Bevor die Israeliten, also ich sag's mal so, am Ende vom 1. Buch Mose, ist Josef, der Sohn von Jakob, der Sohn Isaaks, der Sohn Abrahams, war in einer unfassbar hohen Stellung in Ägypten. Er hatte die Verantwortung dafür, sich um das Volk zu kümmern, um die Versorgung. Gott hatte Josef einen Traum gegeben. Nein, das noch nicht. Später. Entschuldigung, ich wollte noch mal kurz mit dem 1. Buch Mose, damit ihr wisst, beim 2. Buch Mose ist es halt so, dass die Israeliten, die starten schon in Ägypten. Aber ich will erstmal kurz gucken, wie sind sie überhaupt dahin gekommen. Und zum 1. Buch Mose. Josef bekommt vom Pharao die Verantwortung, eigentlich dieses ganze Land zu verwalten.
Gott sagt ihm, dass das Land einen unfassbaren Segen haben wird, also überfließen wird an Ernte, aber dass danach auch eine Zeit kommen wird der Dürre, wo sie nicht genug zur Versorgung haben. Was macht Josef? Josef sagt, in der Zeit, wo wir landwirtschaftlich so unfassbar gedeihen, lass uns das doch einfach speichern, in so einen Speicher legen und lagern, dass wenn die Zeit der Dürre kommt, wir genug zur Versorgung haben. Und später sorgt Josef dafür, dass das ganze Land Ägypten versorgt ist und auch seine Brüder, die dahin ziehen. Das heißt, er und seine Brüder sind aktuell da und das ganze israelitische Volk wohnt nun in Ägypten. Und nun gehen wir mal weiter in 2. Mose. Im 1. Kapitel steht es dort. Die Israeliten aber waren fruchtbar und es wimmelte von ihnen. Und sie mehrten sich und wurden überaus stark, sodass von ihnen das Land voll ward. Da kam ein neuer König auf in Ägypten. Der wusste nichts von Josef und sprach zu seinem Volk, siehe, das Volk der Israeliten ist mehr und stärker als wir. Wohlan, wir wollen sie mit List niederhalten, dass sie nicht noch mehr werden. Denn wenn ein Krieg ausbräche, könnten sich auch unseren Feinden schlagen und gegen uns kämpfen und aus dem Land hinaufziehen. Und man setzte Fronvögte über sie, die sie mit schweren Diensten bedrücken sollten. Und sie bauten dem Pharao die Städte Pithom und Ramses als Vorratsstädte. Aber je mehr sie das Volk bedrückten, desto stärker mehrte es sich und breitete sich aus. Und es kam sie ein Grauen an vor den Israeliten. Da zwangen die Ägypter die Israeliten mit Gewalt zum Dienst und machten ihnen ihr Leben mit schwerer Arbeit in Ton und Ziegeln und mit mancherlei frohen Dienst auf dem Felde, mit all ihrer Arbeit, die sie ihren Gewalt auferlegten. Für die Leute, die nicht mehr wissen, was Frondienste sind, das ist quasi Arbeiten ohne Geld oder eine nette Formulierung für Sklaverei damals. Ich weiß, bei ganz radikalen Linken gibt es manchmal so Sprüche wie, ja, die Arbeitnehmer sind die Sklaven von heute. Ganz kurz, dass ich da mal ein Statement zu mache, wer mich ein bisschen mit Geschichte beschäftigt, wird rausfinden, dass das eigentlich eine Geringschätzung ist. Für das, was da mit Sklaverei verbunden war, ist nicht mal ansatzweise, was wir irgendwie verbinden können. Diese Menschen, mal abgesehen davon, dass sie keine Bezahlung bekommen haben, wurden ausgepeitscht. Wenn du gestorben bist, ganz radikal in China, die chinesische Mauer, wenn da Leute Sklaven gestorben sind, die wurden halt unter das Fundament der Mauer gekloppt. Irgendwo musst du ja hin mit der Leiche. Da können wir als Arbeitnehmer, glaube ich, nicht mal ansatzweise uns mit vergleichen. Wir stellen hier fest, der Pharao hat vergessen, was Josef eigentlich für das Volk Ägypten getan hat. In der großen Dürreperiode hat Ägypten so viel zu essen gehabt, sie konnten sogar noch die Israeliten mitversorgen, weil Josef so schlau war und vorausgeplant hatte. Was der neue Pharao aber vergessen hat und sieht nur, da ist ein anderes Volk, es sind sau viele Menschen, die könnten uns gefährlich werden, lasst uns die doch versklaven. Und darauf reagiert Gott, denn Gott kennt sein Volk. Und ein Kapitel weiter heißt es im 2. Mose 2, lange Zeit danach starb der König von Ägypten und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr Schreien aus ihrer Knechtschaft stieg auf zu Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Gott sieht diese Sklaverei und sagt, ich möchte mich ihrer annehmen. Das ist mein Volk, für die habe ich mich entschieden. Gott sieht das Leid und Gott will nicht, dass dieses Volk in der Gefangenschaft leidet. Genauso ist es auch bei uns. Wir sind oft von Dingen gefangen. Wir sind zum Glück nicht versklavt, aber wir haben unsere eigenen Gefängnisse, aus denen Gott uns befreien möchte. Und ich möchte noch einmal, ich weiß, es ist ein langer Leseteil heute, aber ich möchte euch wirklich mit hineinnehmen, weil ich diese Geschichte einfach liebe. Und so eine letzte Bibelstelle noch. Im 2. Mose 3 geht es dann weiter. Und es steht dort, und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypterhand und sie aus diesem Lande hinaufführe in ein gutes, weites Land. In ein Land, darin Milch und Honig fließt. In das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihr Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, er spricht hier gerade zu Moses, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten befreist. Moses sieht sein Volk, es ist in der Gefangenschaft, er sieht das Leid und was er macht ist,
Er erwählt Moses, um sein Volk zu befreien. Also er wird ein Schafhirten. Moses ist mittlerweile nur noch am Schafhüten, was für das damalige Israel eigentlich eine absolut gescheiterte Karriere ist. Also wenn du mit über 40 noch Schafe hütest, bist du eigentlich ein Versager. Das hast du normalerweise so, jüngere Mädchen durften Schafe hüten. Wenn du als erwachsener Mann, dann hast du ein bisschen beruflich verkackt. Aber es ist für Gott erstmal egal. Gott sagt, ich wähle Mose aus, weil ich sein Herz kenne, weil ich weiß, was in ihm steckt, wofür sein Herz brennt. Und ich schicke ihn, um mein Volk zu retten. Gott möchte uns aus unserer Gefangenschaft befreien. Bei uns ist es oft so, dass wir uns von anderen Dingen gefangen nehmen. Sei es von Ängsten, die uns gefangen nehmen und daran hindern, unser Potenzial zu entfalten. Manchmal haben wir Leidenschaften und Stärken, die wir eigentlich ausleben wollten. Und dann kommt unsere Angst und sagt, was ist, wenn ich verkacke? Was ist, wenn ich komplett versage und die anderen über mich lachen? Nicht, dass ich das erste Mal predigen sollte, und das ist eigentlich auch nur, weil Gott mich dazu gedrängt hat. Ich habe es früher wirklich gehasst, in der Schule Vorträge zu machen. Und ich habe nur rumgestottert und es war immer, danach immer so, oh Gott, schnell runter, tschüss und bloß weg hier. Und irgendwann auf einer Konferenz hat Gott zu mir gesagt, Tim, predige. Und ich war so, irgendwie meinst du den Falschen. Meine Angst wollte mich gefangen nehmen, meine Angst wollte mich daran hindern, überhaupt irgendwann mal auf die Bühne zu gehen. Weil ich mich nicht als jemand fühle, der von Menschen wirklich gut sprechen kann. Aber ich bin einfach hingegangen und habe gesagt, okay, wenn du es möchtest, dann gehe ich hin, Gott. Ich glaube, wir alle kennen solche Ängste, die uns gefangen nehmen. Oder seien es Verletzungen. Ein Mensch hat uns verletzt und wir halten ewig daran fest. Wir tragen es immer noch nach. Wenn wir dem Mensch begegnen und er uns irgendwann mal beleidigt hat, unser Vertrauen missbraucht hat, lassen wir uns von den Verletzungen noch gefangen nehmen und halten, statt darüber zu sprechen, was uns verletzt hat, um darüber zu sprechen, um davon frei zu werden, verschließen wir uns noch mehr, fangen an, uns weniger zu öffnen, in der Angst davor, dass noch jemand anders uns noch mal verletzt an derselben Stelle und lassen uns von unseren Verletzungen gefangen nehmen. Wir können auch von Schuld gefangen genommen werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich Fehler mache, sei es in der Schule gewesen oder an der Uni, wenn ich irgendwie Fehler mache. Ich bin ein sehr, sehr ehrgeiziger Typ. Gerade in der Uni bin ich immer so ein Typ, auch wenn ich es immer so locker nach außen wirken lasse, ja, okay, passt schon irgendwie, bin ich eigentlich ein Typ, der immer möchte, ich möchte das Beste rausholen aus meinem Studium. Gerade für mein jetziges Studium, wo ich wirklich für brenne. Und wenn ich einen Fehler mache, ist immer so, dass ich mich wirklich fertig mache. Oh Mann, ich habe nicht genug gelernt. Das bin ich nur, ich geißel mich selber und in meinen Gedanken verurteile ich mich dafür, dass ich mehr hätte tun können, dass ich noch mehr Zeit dafür hätte investieren können. Wir können uns selber in unserer Schuld gefangen nehmen. Obwohl unser Dozent oder unsere Mitschüler keiner uns einen Vorwurf macht, können wir uns selber in Schuldgefühlen gefangen nehmen und selber auspeitschen dafür innerlich und mit Worten wirklich fertig machen. Und das Schöne ist, Gott ist da und sagt, ich möchte euch befreien. Moses führt das Volk dann erfolgreich aus Ägypten heraus. Gott sendet die 10 Plagen, die meisten vielleicht noch kennen. Und bei der letzten Plage sagte Gott einfach, dass die Israeliten ein Lamm schlachten sollen und ihren Türpfosten mit Blut anmalen sollen, als Zeichen dafür, dass sie von Gott befreit sind, damit sie die letzte Plage nicht erwischt. In der letzten Plage kam der Geist Gottes und tötete alle Erstgeborenen. Die Israeliten waren da verschont, und die Ägypter wurden alle davon betroffen. Der Pharao ließ das Volk ziehen und sie waren befreit. Sie sind sogar durch das Rote Meer gekommen. Gott hat das Meer gespalten, hat sie weitergeführt. Er hat gesagt, ich will euch in ein Land führen, das von Milch und Honig überfließt. Damals ein Zeichen für Luxus. Und das Volk geht weiter. Und wenn es Hunger bekommt, Gott versorgt es mit Mana. Mana, nicht Mana. Und das Komische ist bei diesem Volk, das Volk wurde befreit, hat ein Wunder nach dem anderen erlebt, hat erlebt, wie das Meer gespaltet wurde, wie sie aus der Sklaverei, wo keiner überhaupt irgendwie gedacht hat, rauszukommen, befreit wurde. Dann wird es übernatürlich versorgt und kriegt mitten in der Wüste Brot. Und was ist ihre Antwort darauf im 4. Mose? Da fingen auch die Israeliter wieder an zu weinen und sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen und an die Kürbisse, die Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt, denn unsere Augen sehen nichts als das Manna.
Wir halten fest, die Leute wurden ausgepeitscht, wurden wie direkt behandelt. Gott kommt, muss sich ihr töten, das müssen sie nicht mal ihre annehmen. Aber Gott kommt, schickt ein Wunder nach dem anderen, befreit dieses Volk, teilt das Meer für sie, versorgt sie mit Brot und das Einzige, was als Feedback kommt, ist, ich finde dein Brot schon echt langweilig. Ich würde gern wieder die Melonen haben. Sie sehen sich zurück nach der Gefangenschaft, weil sie vergessen, welches Leid da war. Sie sehen sich zurück nach Melonen, nach Kürbissen, was da nicht alles war und vergessen dabei, oh, da waren ja noch Peitschen mit im Spiel. Wir waren eigentlich der Dreck in der Bevölkerung. Wir waren eigentlich nur da, um für deren Arbeit zu errichten. Wenn wir was falsch gemacht haben, wurden wir vielleicht auch mal umgebracht. Und so geht es uns oft auch. Dieses Volk merkt nicht, wie der Teufel sie verwirrt, wie der Teufel so ein Verwirrungsspiel mit ihnen spielt. Das Schöne ist, dafür haben wir dieses Bild hier heute hier. Und zwar haben wir zwei Türen. Sagen wir mal die eine, sagen wir die linke Tür. Von euch ist das links. Die linke Tür steht für die Freiheit, die rechte führt zurück nach Ägypten. Die linke führt in das verheißene Land, die rechte zurück in die Sklaverei. Was der Teufel nun macht, ist, er will dir einreden, dass es hier nach Israel geht und da nach Ägypten. Er dreht die Türen genau um und will dir einreden, ey, geh doch zurück nach Ägypten. Da kannst du Fisch haben, Melonen, du hast alles umsonst. Du musst nichts machen, du kriegst richtig gutes Essen. Und was kriegst du da? Du kriegst trockenes Manna, du hast einen Gott, der dich begrenzt. Und ich kenne das von mir persönlich. Also, dass der Teufel manchmal mir einreden will, ey, geh doch zurück in dein altes Leben. Guck mal, als Atheist, du kannst eh machen, was du willst. Du kannst trinken, du kannst machen, was du kannst. Du hast eigentlich keine Begrenzung. Also, gesetzlich gesehen schon, aber, sag ich mal, rein von der Weltvorstellung heißt es ja eher, tu, was dir gut tut. Mach, was du möchtest. So ungefähr nach dem Motto. Und Christum, da hast du so viele Begrenzungen. Gott hat so viele Gebote, so viele Regeln. Das ist doch eigentlich eine neue Gefangenschaft, oder? Haben wir nicht oft diesen Gedanken, dass Christentum nicht eigentlich auch eine Form von Gefangenschaft ist, dass diese Gebote uns begrenzen, dass Gottes Regeln eigentlich auch ein neues Gefängnis sind? Das ist genau das, was der Teufel erreichen will. Er soll uns einbringen, ey, Gott führt dich aus der Gefangenschaft aus, wo es dir eigentlich viel, viel besser gegangen wäre. Aber will nur, dass du in seinem Gefängnis bist, wo du noch weniger hast. Da gibt es keine Fische und da gibt es nur blödes Brot. Was die Israeliten da nicht verstehen, denn in ihrer Unwachsamkeit sehen sie, wie der Teufel sie verwirrt. Die Gebote, die Gott gibt, auch dieses Passachfest, das war nicht gedacht als religiöse Zwangsmaßnahme, führt das jetzt sehr durch. Der Hintergedanke bei dem Passachfest, was sie jedes Jahr feiern, wo sie auch ungesäuertes Brot gegessen haben, war eigentlich, erinnert euch an die Zeit zurück, wo ich euch befreit habe. Erinnert euch zurück, dass ich euch in die Freiheit führen möchte. Das ist zur Erinnerung gedacht, nicht um euch zu begrenzen. Die 10 Gebote sind nicht dazu da, zu sagen, ey, ich will dir ein neues Gefängnis bauen. Sie sind eigentlich für dich gedacht, damit du nicht in die Gefangenschaft kommst. Wenn du jemanden ermordest, glaubst du, dass dein Geist, deine Seele da komplett problemfrei rausgeht? Ich persönlich habe keine Ahnung, wie es ist, beim Bund gewesen zu sein. Ich höre bloß immer von meinem Studienleiter, der beim Bund war, dass der Menschen erlebt hat, die dann teilweise lebenslanges Trauma haben, weil ihre Kameraden gestorben sind. Oder er hat mir eine Geschichte erzählt, dass ein Kamerad von ihm mit seinem eigenen Arm, also seinen linken Arm, hat er in seiner rechten mitgebracht, also er war abgetrennt. Und der muss danach zum Psychologen und ist immer noch. So ein Trauma. Wenn wir den Neid haben, wenn Gott sagt, begehre nicht deines Nächsten Hab und Gut, ist das auch nicht, ich will dir ein Gefängnis bauen. Er will dich davor beschützen, dass du dich im Neid gefangen nehmen lässt, dass du immer denkst, es ist ein Gefängnis, was eher innerlich ist, wo du denkst, ich brauche das, ich brauche den, ich brauche das neue Auto, ich brauche so ein großes Haus wie er, ich brauche die Frau, die so und so aussieht und keine Ahnung, ich brauche das und das Einkommen. Die Gebote, die Gott gegeben hat, waren nicht dazu da, um uns ein neues Gefängnis zu bauen, sondern sind, er gibt uns das als Gebot, als Warnung, mach das nicht in der Gefahr, dass wir wieder gefangen genommen werden von anderen Dingen. Gott sehnt sich nach unserer Befreiung. Was wir machen ist, oder was das Volk Israel sich tun lässt, sich verwirren lassen. Wo hier Freiheit ist, sagt der Teufel, nee, das ist religiöses Gefängnis. Hier will Gott dich gefangen nehmen. Und wo hier die Sklaverei war, sagt er, ey, hier gibt es Fische,
Melonen, alles umsonst. Du bist versorgt und musst vor allem nicht den ganzen Tag durch die Wüste laufen. Was ist dein Haus? Wer will denn im Zelt wohnen? Und ich möchte euch noch ein Zitat mitbringen von Thomas Jefferson diesmal. Und der sagt, the price of freedom is eternal vigilance. Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit. Wenn die Israeliten wachsam gewesen wären, hätten sie mitbekommen, wie der Teufel versucht hat, sie zu verwirren. Sie hätten daran zurückgedacht, was an den Melonen, an den Fischen noch mit dranhängt. Und sie hätten realisiert, dass auch wenn es jetzt Brot gibt, es ist ja nicht, dass Gott gesagt hat, ich werde euch jetzt nur noch Brot geben. Er hat ja nicht umsonst gesagt, ich führe euch in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Wenn ihr in dem Land seid, habt ihr alles Mögliche zu versorgen. Selbst darauf reagiert Gott nochmal und schickt ihn in der Wüste, schickt er ihn Fleisch. Gott will uns aus unserer Gefangenschaft befreien, aus unserem geistlichen Gefängnis. Und darum wollen wir die nächsten Wochen wirklich gucken, dass wir wirklich, wir sagen immer, Jesus ist unser Befreier und genau darauf soll es die nächsten Wochen hinauslaufen. Wir wollen 6 Wochen lang schauen, was wir für eine Freiheit in Jesus haben. Und vor allem wollen wir auf die letzten 24 Stunden gucken. Die letzten 24 Stunden von Jesus Christus, die diese Welt verändert haben. Also sein Leben an sich hat es komplett verändert. Aber die letzten 24 Stunden sind nochmal so prägend, dass sie unsere Gesellschaft bis heute verändern. Es ist mir egal, ob Atheisten sagen, nee, ist nicht so, das hat sich irgendwie aus der Gesellschaft rausgebildet und das ist einfach euer religiöses Buch, könnt ihr behalten. Das können sie gern sagen, aber jeder Historiker wird dem abstreiten. Gott möchte uns in unsere Freiheit führen. Deshalb möchte ich heute wirklich vor allem gucken, dass wir frei werden von Schuld. Schuld ist für meiner Meinung nach eines der größten Gefängnisse, die wir bauen können. Ich gehe nochmal kurz zurück auf das Pessachfest, das gefeiert wurde, als Erinnerung daraus, dass Gott uns befreien möchte aus dem Ägypten, aus unserer Gefangenschaft. In den letzten 24 Stunden feiert Jesus mit seinen Jüngern nochmal das Pessachfest. Aber anders haben wir es in Erinnerung. Wir denken vor allem zurück an das Abendmahl. Und ich würde dazu sagen, lassen wir einfach mal kurz den Johannes was sagen. Johannes, Jünger Jesu. Es ist schon lange her. Es war am Abend vor der Kreuzigung. Wir saßen alle zusammen im Obergemach eines Hauses in Jerusalem. Jesus schaut uns alle an. Ich habe mich so gefreut, dass Passamal mit euch zusammen zu feiern, ehe ich leiden muss. Leiden? Wir hatten keinen blassen Schimmer, von was er sprach. Jesus nahm das Brot und gab es uns und sagte, esst, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut es immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe. Wir hatten keine Ahnung, von was Jesus sprach. Und dann nahm er den Kelch und sprach ein Dankgebet und sagte, trinkt, trinkt. Ich werde keinen Wein mehr trinken, bevor nicht Gott sein Werk vollendet hat. Einige aßen und tranken sofort wie Petrus. Ich brachte keinen Bissen herunter. Jesus würde sterben. Als der Kelch wieder bei Jesus war, dann fügte er hinzu. Dieser Kelch ist der neue Bund Gottes. Besiegelt durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Der Menschensohn wird zwar sterben, aber wehe dem Menschen, der ihn verrät. Dieser Verräter ist unter uns. Jesus? Jesus verraten? Wer würde Jesus verraten? Einer von uns? Plötzlich stand Judas auf und rannte raus.
Jesus nahm mich in den Arm und sagte, Johannes, ich werde sterben, damit du lebst, damit ihr alle lebt. Als Jesus das letzte Mal das Abendmahl feierte, hat er eigentlich für uns was komplett Neues eingeführt. Wir feiern das Abendmahl auch in Gedenken, aber wir denken nicht zurück an die Befreiung aus Ägypten, weil wir auch gerade, da wir nicht Israeliten sind, nicht so viel damit anfangen können. Wenn wir zurückfeiern das Abendmahl, zurückdenken an das Abendmahl, denken wir an die Befreiung, die wir durch Jesus bekommen haben. Jesus sagt, das ist mein Leib, den ich für euch gegeben habe. Und er sagt, das ist der mit dem Blut, das ist der neue Bund, mit dem ich euch geschlossen habe. Jesus hat mit seinem Körper den Preis bezahlt, der für die Sünde vorgebracht hat. Das war der Tod. Für all unsere Fehler, die wir gemacht haben, für alles, was wir uns schuldig fühlen, all die Fehler, die wir gemacht haben, wo wir sonst sagen müssen, oh Gott, eigentlich müsste ich dafür noch eigentlich bestraft werden. So wie ich mich selbst bestrafe, wenn ich in meinen Klausuren nicht so gut bin. Wie wir uns selber Geist mit Stück fühlen, sagt Jesus, ey, ich habe den Preis bezahlt. Ich habe mein Blut vergossen im neuen Bund. Du lebst in einem neuen Bund. Du bist vergeben. Deine Fehler sind vergeben. Egal, was Leute sagen, egal, was du selber in deinem Kopf dir sagst, du bist frei. Dank Jesus haben wir Freiheit von unserer Schuld. Dank Jesus sind wir frei von all unserer Schuld. Und darum geht es vor allem in diesem neuen Bund, den wir geschlossen haben. Wir feiern das Abendmahl auch nicht, weil er sagt, ja, das ist ein Kirchenritus. Manche vergessen, warum das Abendmahl gefeiert wurde. Das Abendmahl wird gefeiert als Gedenktag, dass wir uns zurückerinnern an das, was Jesus für uns getan hat, an die Freiheit, die wir in Jesus haben. Jedes Mal, wenn ich wenn ich eine Predigt gemacht habe, habe ich mich meistens mit anderen verglichen. Sei es mit irgendwelchen amerikanischen Predigern, die schon seit eigentlich Jahrzehnten das machen, wo es keinen wirklich Sinn macht, sich zu vergleichen. Und jedes Mal vergleiche ich mich damit und bin enttäuscht, wie meine Predigt gelaufen ist. Enttäuscht, wenn sie nicht den Maßstäben entspricht, die ich eigentlich vorher hatte. Ich habe davor mal ein Bild, was ich machen will. Und wenn ich dann auf der Bühne bin, merke ich, das ist nicht wirklich das, was ich, also nicht so, wie ich es mir eigentlich ausgemalt habe, so komplett. Und mache mich selber fertig und überhäufe mich mit Schuldgefühlen, dass ich nicht die Leistung gebracht habe, die ich eigentlich vorgehabt hatte zu bringen. Die Leistung, die vielleicht auch erwartet wird. Leistungsdruck ist, glaube ich, eines der größten Gefahren in unserer Gesellschaft. Es ist cool, ich will mein Bestes geben, aber wenn ich es nicht erreiche, will ich mich nicht selber fertig machen und mit den Schuldgefühlen mich auf mich selber einpeitschen emotional und mich im Geist komplett fertig machen. Das Problem ist halt, dass du in jeder Seite ins Gefängnis fallen kannst. Du kannst sagen, ey, ich möchte alles machen, was ich möchte, und du kannst genauso in der religiösen Seite sagen, ey, wir feiern das Pessachfest ins Gedenken, und wenn du es nicht genauso einhältst, wie du es gemacht hast, wirst du bestraft dafür. Das Pessachfest war am Ende mehr ein religiöser Zwang, dass Gott den Propheten schickt, die sagen, ey, eure ganzen Opfer möchte ich nicht haben, ich will euer Herz haben. Gott war an der Beziehung zu ihnen interessiert. Das Pessachfest war als Gedenktag, als Erinnerung an ihre Befreiung gedacht, dass sie Freiheit haben von Gott. Und nicht darum, dass wir jetzt ein religiöses Ritus einführen, dass ihr wirklich bitte haargenau durchführt, weil ihr sonst wieder von mir bestraft werdet. Jesus ist auch nochmal gekommen, hat unsere Schuld getragen und uns einen neuen Mund gegeben. Wir haben Vergebung. Wenn du einen Fehler machst, mach dich nicht selber fertig und überhäuf dich mit Schuld. Denn Jesus klagt dich nicht mehr an. Gott klagt dich nicht an. Gott hat dir bereits gesagt, ich habe dir alles vergeben. Dafür bin ich gestorben. Und ich möchte auch, dass da eigentlich so ein bisschen die Herausforderung für heute steckt. Dass wir uns bewusst machen, wir sind frei von Schuld. Es mag jetzt für den einen oder anderen, der vielleicht zum ersten Mal in der Gemeinde hier ist, ein bisschen komisch klingen zu sagen, ey, wie jetzt? Ich kann machen, was ich will und habe keine Schuld. Ja. Das klingt komisch, aber es ist so. Jesus hat dich freigemacht von aller Schuld. Er ist dafür gestorben, dass deine Fehler vergeben sind. Und du kannst nichts dazu beitragen, frei von Schuld zu werden. Jesus hat das komplett umsonst gemacht. Und ich glaube, wir kennen alle das Gefühl, dass wir uns selber irgendwo verurteilen, dass wir Stellen haben, wo wir sagen, hier verurteile ich mich selber, hier bin ich unzufrieden mit dem, was ich gemacht habe und ich habe eigentlich Strafe verdient. Eigentlich müsste ich mich jetzt wirklich, irgendwer muss doch mal kommen und mich da zurechtweisen, mir den Kopf stutzen, dass ich mich das nächste Mal mehr anstrenge, dass ich mir nächstes Mal mehr Zeit nehme, dass ich den Menschen nicht verletze, das Vertrauen nicht missbrauche und den nicht enttäusche. Gott sagt, dass er mit diesem neuen Bund all
unsere Last getragen, all unsere Schuld ist vergeben. Dank Jesus sind wir frei von Schuld. Und ich möchte dich heute ermutigen, du hast den Schlüssel zu deinem Gefängnis in der Hand. Du kannst entscheiden, durch welche Tür du gehst. Du kannst durch die Tür gehen und sagen, ey, ich möchte in der Freiheit von Jesus leben. Ich möchte aus meinem Ägypten raus, ich möchte in das verheißene Land, in dem meine Schuld vergeben ist und ich geliebt bin, wie ich bin, bedingungslos. Oder du kannst sagen, ey, ich komme damit nicht klar, so frei von Schuld zu sein. Also ich möchte schon in mein Ägypten zurück. Also ich brauche schon noch meine Bestrafung. Weil ich glaube, das ist für mich persönlich besser. Wenn ich mich noch ein bisschen selber bestrafe emotional, dann werde ich auch ein besserer Mensch. Dann kommt es am Ende noch ein bisschen besser raus. Ich glaube, das ist mein Ägypten. Ich glaube, das Ägypten ist mein Israel. So rum. Du hast den Schlüssel in der Hand. Und du kannst entscheiden, ob du in der Vergebung lebst, in der Freiheit lebst, die Gott dir gegeben hat. Oder ob du sagst, nein, ich möchte weiter in diesen Schuldgefühlen baden. Wenn du Schuldgefühle hast, möchte ich dich heute einladen. Gott hat dir alles vergeben. Gott hat dich frei gemacht von Schuld. Gott ist dafür gestorben, dass du dich nicht mehr schuldig fühlen musst. Deine Schuld ist vergeben. Und genau dafür möchte ich auch, dass wir heute Abendmahl feiern. Nicht als religiösen Ritus, sondern als Erinnerung daran, dass wir frei sind von Schuld. Jesus ist für uns gestorben. So sehr liebt Gott uns. Und ich finde das einfach cool. Und Toni, magst du mal kurz kommen und mir helfen und mir eine Hand reichen? Oder vielleicht machst du es auch selber, brechen in der Mitte. Jesus hat damals das Brot geteilt und gesagt, ich habe meinen Leib für euch gegeben. Und da auch nochmal einen herzlichen Dank an den Olli, der hat extra ungesäuertes Brot für uns gebacken, damit wir das selber haben. Und vielleicht bist du heute das erste Mal hier und sagst, eigentlich habe ich mit Gott noch wirklich gar nichts zu tun. Und eigentlich ist ja Jesus mir noch ein bisschen fremd. Ich möchte dich heute einladen, wenn du sagst, ich möchte eine Beziehung haben mit diesem Gott. Ich möchte frei sein von dieser Schuld. Und ich glaube daran, dass Gott wirklich existiert, dass Gott mich so sehr liebt, dass ich frei bin von dieser Schuld. Möchte ich dich einladen, dass du dieses Abendmahl heute nehmen kannst. Nicht, weil du es brauchst, um eine Beziehung zu Gott zu haben, sondern einfach für dich als Erinnerung, dass du sagst, heute möchte ich Jesus mein Leben geben und sagen, ich nehme diese Freiheit von Schuld an. Ich möchte mit Jesus zusammenleben. Dann kannst du gerne hier nach vorne kommen und das Abendmahl feiern. Und auch, wenn du hier schon lange dabei bist, kannst du selbst als Christ noch gefangen sein, weil du die Freiheit nicht vom vollen Anspruch genommen hast. Dass du manchmal zwischen den Türen stehst und nicht weißt, gehe ich jetzt nach links oder gehe ich nach rechts. Du hast die Entscheidung zu sagen, ich möchte diese Vergebung annehmen. Ich möchte mir jedes Mal, wenn mein Kopf mich verurteilt, mir wieder bewusst machen, dass Jesus dafür gestorben ist, dass du frei von Schuld bist. Da möchte ich dich auch heute einladen, dieses Abendmahl zu nehmen, als Erinnerung daran, dass du frei bist von Schuld. Deine Fehler sind vergeben. Egal, wer dich als Mensch anklagt, ob es deine Eltern sind, deine Verwandten, deine Freunde, dein Arbeitgeber oder wer auch sonst oder die Gesellschaft mit ihrem Anspruch. Du bist frei von Schuld. Und ich möchte einfach dafür beten, dass wir diese Freiheit uns wirklich wieder bewusst machen. Vater, ich danke dir, dass du uns tief ins Herz diese Sehnsucht nach Freiheit geschenkt hast, dass du möchtest, dass wir ein Leben in Freiheit führen. Frei von Angst, frei von Schuld, frei von Enttäuschung, frei von Verletzung. Dass uns diese negativen Dinge, die uns verletzen, die Schuld, die wir uns selber aufbürden, nicht mehr gefangen nehmen, dass wir unseren Geist wirklich damit eigentlich schon verseuchen, vergiften. Ich möchte dich bitten, dass du uns wieder bewusst machst, dass wir frei sind von Schuld. Und ich möchte dich bitten, dass wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, es nicht als religiösen Akt, sondern wieder als Erinnerung an deine Liebe, dass wir uns das bewusst machen, dass das Abendmahl ein Geschenk für uns ist, dass wir ein Geschenk der Erinnerung ist, dass wir es wieder anfangen wertzuschätzen und nicht als religiösen Zwang sehen. Und dass wir uns bewusst machen, dass all unsere Fehler vergeben sind. Und ich möchte dich auch bitten, Gott, dass für jeden, der heute die Entscheidung trifft und sagt, ich möchte diese Beziehung mit Jesus eingehen, ich möchte mit diesem Gott zusammenleben und seine Freiheit von Schuld einfach annehmen. Ich möchte dich bitten, dass du ihn segnest und dass du einfach dafür sorgst, dass er dir wirklich begegnen kann, dass er im Geist einfach dich kennenlernt, so wie du bist, in all deiner Herrlichkeit und mit all deiner Liebe, all deiner warmen Herzlichkeit. Ich möchte dich bitten, dass du das Abendmahl jetzt segnest und uns zurückerinnerst, dass wir frei sind von jeder Schuld. Dank dir, Jesus. Amen.